Basketball-Bundestrainer Henrik Rödel hat nach dem vierten und letzten Platz beim Supercup in Hamburg Veränderungen in seinem Kader mit Blick auf die WM-Qualifikation angekündigt. Dann stoßen Johannes Voigtmann und Andreas Obst für Andreas Seifert und Jonas Guff zum Team, sagte der 49-Jährige, dessen Auswahl am Donnerstag in Tallinn 18 Uhr auf Estland trifft. Voigtmann, Saski Baskonia Vitoria und Obst Oprado Iroquip hatten in der Hansestadt aufgrund persönlicher Situationen noch gefehlt. Gleiches gilt für Robin Benzing. Der Kapitän der deutschen Korbjäger weilt derzeit bei seinem neuen Club Besiktas Istanbul. Ob er bei den anstehenden Pflichtspielen helfen kann, ist noch nicht abschließend geklärt. İsmet Akpınar, der beim enttäuschend verlaufenden Supercup mit Niederlagen gegen die Türkei 79:100 und Italien 62:71 eine Zahnverletzung erlitt, wird wohl auflaufen können. Drei Tage nach der Partie in Estland steht für Rödels Team auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2019 in China bereits das nächste Duell an. In Leipzig messen sich Starspieler Dennis Schröder und Co. mit Israel 18 Uhr. Das bisher ungeschlagene deutsche Team startet als Spitzenreiter in die Hauptrundengruppe L.